Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind hier immer noch unterwegs hier in der Quest von Unter der Erde. Und sollen wir irgendwie Runensteine finden. Einen Runenstein haben wir in der letzten Folge schon gefunden am Ende. Und ich würde sagen, wir machen uns auf die Suche nach den restlichen, oder? Ja. Hier ist noch eine Kiste. Ah, an der versuche ich mich jetzt mal hier. Oh, 23 Sekunden. Aufschließen einfach. Ich versuch's. Ich kann. Ach so, weil du dran bist wahrscheinlich. Das ist aber gemein. Wir können uns beide gleichzeitig machen. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, dann probiere ich jetzt. Ich werde das jetzt. Okay, Schwierigkeit einfach. Oh, die Zeit läuft ja schon. Wie war das nochmal? Habe ich vergessen. Das ist ja blöd, dass wir das nicht gleichzeitig machen können. Und immer spawnt dieser Gegner hier. Okay, Kredit ist kaputt. Und die Zeit, ich lasse meine Zeit jetzt ablaufen, weil es bringt eh nichts. Ich habe einen Stufenaufstieg. Warum, weiß ich nicht. Und ich kann die Truhe nicht mehr aufschließen. Was soll denn das? Weil hier einer dran ist. Ah, Nervensägen. Ja, das finde ich jetzt nicht unbedingt gut, dass da unterschiedliche Leute dran rummachen können. Jetzt hat er die aufgemacht. Und ist was drin? Weiß ich nicht, dürfen wir da reingucken? Jetzt nee, ist die Truhe weg. Die ist weg. Das finde ich jetzt nicht so gut. Das war doch mies gerade. Wo ist das Arschloch? Das ist weggelaufen. Also ja, das finde ich aber auch blöd gemacht, irgendwie, ganz ehrlich. Da kann einfach einer vorbeikommen und dir deine ganzen Sachen wegnehmen hier. Ja. Naja. Okay, ich glaube, wir kommen in die Nähe von dem nächsten Runenstein, oder? Mhm. Nee. Da ist wieder der Typ hier. Ja. Oder? Doch, wir müssen da hin. Jetzt der Wal oder der Adler sein. Alle haben Kämpfe. Ah, hacken wir auf ihn ein hier. So. Holt. Alle mal looten. Nehmen. Nee, ich will hier erstmal hier durchsuchen. Gold. So. So, Adler hätten wir auch. Warum kann ich den Runenstein nicht nehmen? Ach ja, ich hab ihn, okay. Schreck mich nicht so. So, jetzt fehlt noch einer. So, ich musste schon wieder Pause machen, weil ich hier halb am Sterben bin. Mit meinem Husten. Der wird überhaupt nicht besser, ey. Hm. Meine Stimme auch nicht. So, jetzt müssen wir wieder in die Richtung hier. Oh, der hat einen Bogen, den will ich haben. Warum kann ich den nicht nehmen? Ja. Mann. Wir müssen mehr in Höhlen, da gibt es immer schöne Sachen. Da ist noch einer. Also das mit der Truhe war jetzt gemein. Kannst nicht mal sehen, ja, was da drin auch. Ist. Gute Ruhe. Da ist eine Urne. Kann ich das nicht mal anziehen? Ich würde ja gerne mal was anderes anziehen. Ja, ich auch. Also dieser Fetzen hier geht mir ziemlich auf den Keks. Ach, ich habe einen Attributspunkt. Ausdauer oder Leben? Ich mach mal Ausdauer. Da mache ich das mal auch mal eben. Ausdauer, auf jeden Fall. Das ist das, wo ich die größten Probleme mit habe. Und Fertigkeiten habe ich gleich 2 Punkte. Oh, das ist ja eine blöde. Warum habe ich denn einen Rock an? Eine Jute-Robe. Naja. Möchte ich das? Möchte ich das? Ich hätte gern irgendwas Magisches. Ich weiß gar nicht, was ich hier an Rüstung machen sollte. Füße. Wahrscheinlich schwere Rüstung, oder? Ich würde wahrscheinlich eher auf eine schwere Rüstung tendieren. Und setzt da mal einen Punkt rein, oder? Mit Entschlossenheit. Mit mindestens einem getragenen Stück schwerer Rüstung. Erhöht eure Rüstung für jedes Stück. Da kommt ein Gegner. Hm.
Ich komme hier nicht raus. Jetzt gefällt mir meine Kleidung aber nicht. Sohn der Himmel. Geschick mit zwei Händen. Ach. Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit Zweihandwaffen um 15%. Das habe ich schon. Robustheit. Erhöht die Lebensregeneration um 10%. Das will ich haben. So, Handwerk. Ja. Momentan können wir noch nicht wirklich viel mit anfangen, ne, mit Handwerk. Also werde ich jetzt erstmal nochmal hier auf... da können wir noch nichts. Wir können... okay, hier können wir gar nichts momentan. Man kann einen Gegenstand melden. Ja, da hatte ich mich auch schon drüber gewundert. Zerstörungsstab, Heilungsstab, schwere Rüstung. Vielleicht sollten wir hier nicht stehen bleiben. Der Typ spawnt ja hier immer wieder. Ist schon tot. So, ich habe jetzt einfach mal einen auf schwere Rüstung gemacht hier, weil ich sehr wahrscheinlich eh eine schwere Rüstung tragen werde. Achso, jetzt muss ich eben nochmal kurz gucken, ob ich irgendwelche Klamotten habe jetzt irgendwie mal. Man findet sehr wenig, muss ich sagen. So, jetzt haben wir den Knochenkragen, den tragen wir, Füße, Beine, Eisenbeinschienen. Die ist schwer. Ja, dann hat sich das schon mal gelohnt, dass ich schwere Rüstung genommen habe. Jutehandschuh. Ja. Ja, Ach, die Rezepte muss man lesen. Und die sind ich hätte wo? Wahrscheinlich schon was kochen können. Sind die im Inventar? Ja, die sind unter Vorräte und dann sind die so grün. Und dann musst du da drauf drücken und dann kannst du die. Okay, ich habe hier ein Rezept für eine Arkaitonik-Infusion. Erhöht Ausdauerregeneration 35 Minuten lang um 68. 5 Sekunden Abklingzeit, das ist doch super. Das lesen wir mal. Hey. Der ist an mir vorbeigegangen eben und greift dich an. Ich habe diese Hyazinthe gegessen. Jetzt weiß ich, was drin ist. So. Inventar. Was hast du gegessen? So eine Wasserhyazinthe. Ich habe eine versiegelte Urne. Warte mal, diese rostige Urne entstammt eindeutig Kalthafen. Sie wurde fest verschlossen. Euer Name ist in die Seite eingebrannt. Was passiert denn, wenn ich die benutze? Kannst du die benutzen? Wird beim Anlegen gebunden. Hiebt es auf sehr. Ein Bogen! Erhöht euren Waffenschaden. Warte mal, Verzauberung, Waffenschaden. Ich glaube, das ist ein Bogen. Und dann habe ich einen Wams. Das nehme ich jetzt mal alles. Ach, guck mal, die Karottensuppe erhöht die Ausdauer. 35 Minuten lang um 350. Hast du jetzt einen Bogen? Diese Arschrampen hier. Ich weiß noch nicht genau. Inventar. So, Haupthand. Eisenaxt. Hieb des Aufsehers. Yay. Und wie funktioniert der? Wie kann ich jetzt zielen damit? Hä? Ach so. Da sollte man aber besser in die First-Person-Perspektive gehen. Kann ich das abbrechen? Ich weiß auch nicht, soll ich auch mal meinen Bogen benutzen? Naja, das macht mir Wusen hier mal irgend so ein blödes Skelett hier, ey. Weg ist er. Da. Ich sehe doch so nix. Ihr könnt doch nicht einfach alle töten. Komm, wir gehen zum nächsten Runenstein. Ich muss erst ein Skelett töten.
Doof ist, wenn die mal alle schon tot sind, bevor ich den anvisiert habe. Da ist ein Gegner. Ah, ich habe ihn mit dem Bogen getötet. Sehr schön. Ich auch. So. Wo bist du denn? Die Treppe runter. Die Treppe runter. Und wo müssen wir hin? Noch weiter die Brücke hier. Zu dem Runenstein des Wals. Aber der hat den gerade besiegt, deshalb können wir jetzt einfach hier hinlaufen, glaube ich. Super. Gut gemacht. So, abgeschlossen. Und jetzt sollen wir das Ganze platzieren. Mhm. Dann machen wir das mal, ne? Jo, würde ich sagen. Müssen wir nach oben? Wieso sind da überhaupt jetzt zwei Ziele? Drei sind da sogar. Einer ist über dem anderen. Man kann anscheinend Skelette nicht vergiften, ne? Ja, macht wenig Sinn auch, ne? Die sind ja schon tot. Ja, ich habe nämlich Giftpfeil, aber ich sehe davon nichts. Ja, ich habe Giftpfeil, hatte ich jetzt noch nicht geskillt gehabt. Wollte ich erst, aber hab's dann noch nicht gemacht. Ich glaube, wir müssen hier die Treppe wieder hochgehen. Aber der Bogen funktioniert ganz gut, finde ich. Mhm. Habe ich nicht erwartet. Drei Schuss, dann sind sie weg, ne? Ja. Ahorn Heilungsstab. Ich habe einen Heilungsstab. Mhm. Es lohnt sich anscheinend schon, die immer umzubringen. Ja. Manchmal kriegt man nur Gold, aber ja gut, was heißt ja, nur es Gold? Bringt ja auch, es bringt ja auch Erfahrungspunkte. Ja gut, das sowieso. Also offenbar ach, müssen wir drei... Ach, das ist wahrscheinlich alles an einem Platz, denke ich. Ja, ja. Mhm. Oh, ein Fackelkäfer. So, wo ist jetzt hier? Ah, hier müssen wir irgendwas machen. Himmelsscherbe benutzen? Warum soll ich denn hier eine Himmelsscherbe benutzen? Warum soll ich das tun? Weiß ich nicht. Sollen wir die nicht erstmal platzieren hier? Wahrscheinlich müssen wir die platzieren und dann das benutzen, oder? Aber doch nicht die Himmelsscherbe. Was ist denn die Himmelsscherbe? Das sind doch die wir so... Die müssen wir doch... Hier müssen wir was platzieren. Ja. Hier, Podest der Schlange. Ich platziere hier mal. Wahrscheinlich musst du das eh auch machen. Ja. Wobei. Nee. Und du hast Podest das jetzt des Wals. Und jetzt ist es abgeschlossen. Podest des Wals. Und hier ist der Podest des Adels. Und jetzt betretet das Himmelsschleier Hügelgrab. Moment, ich gucke jetzt nochmal hier bei dieser Himmelsscherbe da hier. Muss ja auch was zu sagen haben. Himmelsscherbe benutzen. Was passiert mit dir? Ja, Himmelsscherbe absorbiert. Okay, ich habe die absorbiert. Ach, das muss man ja machen wegen diesen Fähigkeitsdingern, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir haben die eine haben wir letztens gemacht, als wir gegen dieses Kind der Knochen gekämpft haben. Danach hatten wir doch auch so eine Himmelsscherbe. Jetzt haben wir zwei von drei. Dann gehen wir mal hier rein, wa? Jo. Okay. Öffnen. Achso, wir müssen mit ihm quatschen, oder was? Nee. Ach, irgendwie hätte ich hier doch lieber mein Schwert. Ja, du kannst ja auch Schwert gehen. Ich bleib mal beim Bogen. Vielleicht passt das ja so einigermaßen. Ja, kann man das auch irgendwie schneller wechseln? Angenagter Knochen. Oder muss ich dann immer... Ich kann ja auch mal den Heilungsstab nutzen. Kann ich guck mal eben, bevor wir weitergehen, gucke ich mal eben nochmal in die Einstellung. Schnellzugriff.
mit nach oben. Schnellzugriff. Was heißt das, Schnellzugriff? Interagieren, Springfähigkeit 1, 2, blocken, Quest wechseln. Sprinten, schnell. Es gibt ein Schnellzugriffsmenü. Moment. Ah ja, ich glaube, man kann sich da die Waffen draufpacken. Das mache ich mal eben. Wo Inventar. Digipad nach oben, hast du dieses Schnellmenü. Ach, da kann man auch. Ah, okay. So, und da packe ich mir jetzt mal hier eben. Ich blicke gerade nicht durch hier. Ausrüstung. Achso, okay, Haupthand. Ich die da drauf. Da packen wir jetzt mal den Eisenbienenhänder. Ausrüsten. Aktionen. Verzaubern, zerstören. Hm. Vielleicht kann man da nur so Tränke und so hinmachen. Das würde ich aber blöd finden, ehrlich gesagt. Warte ja. Mal, ablegen, zurück, Aktionen. Hä? Hm. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Na gut, okay. Hier links ist noch ein Bücherregal. Die Ruinen von Kemel C, Teil 2. Ich blätter es mal durch. Und wer es lesen möchte, kann ja pausieren dann. Ja, ja. Das ist ganz schön. Ich lese mir das vielleicht mal in einer ruhigen Minute mal durch. Zum Glück werden die alle gespeichert, die Bücher. Mhm. Da sind noch einige Seiten hier. Ja, das war's. Wieder was gelernt. Oder auch nicht. So, ich glaube, wir müssen hier mit Heil drin. Hier ist auch noch was? Nee. Oder? Also, ich habe nichts gefunden. Nicht. Sieht nicht so aus. Da quatschen wir mit Heil drin, oder? Mhm. Ich stehe noch einmal im Zentrum meiner Macht. Ich bin ein Gespenst, ein bloßer Schatten, gezwungen zuzusehen, wie ein Nekromant meinen Körper schändet. Tötet ihn! Okay. Na gut. Dann töten wir mal. Wo ist er denn? Hier ist ein Rezept für Bratäpfel. Hm, lecker. Wo denn? Draußen. Ich will auch ein Rezept. In der Urne hier war eins für mich. Okay, ist da jetzt irgendwo ein Feind? Da. Jetzt ist er tot. Ja. Wie kann ich denn bitte abbrechen hier das Pfeilschießen hier? Das fand ich jetzt ein bisschen doof. Ja, ich verstehe das Ganze hier nicht so ganz. Ach, hier ist noch eine Schriftrolle. Die würde ich gern untersuchen, aber. So, weite den Leichnam des Priesters. Habe ich den gar nicht angegriffen. Ach hier, da ist der Priester. Den sollen wir weihen. Oh nein, ich bin voll. Warte mal bitte eben. Ich muss mal Sachen wegwerfen. Ja, ich gucke mir eben hier um. Eisengürtel. Bücherregal leer. Hm. Mein Gott, wieso bist du nicht voll? Ich verstehe es nicht. Ja, weil ich glaube, ich nicht so viel sammle. Obsidian und Rezept Hühnerbrust. Lecker. Sollen wir uns das mal eben durchlesen hier, die Schriftrolle? Ich habe nochmal ein paar Jutehandschuhe gefunden. Brauchst du Handschuhe? Muss ich gleich mal schauen. Okay, lesen wir das mal hier. Schriftrolle der Verbannung. Severin Charnis. Die niederträchtige Ausübung von Nekromantie innerhalb der Löwengarde ist verboten. Hiermit seid ihr aus den Ländereien des Bündnisses verbannt. Ihr wurdet zu General
Serien beordert. Er befindet sich im Süden auf einem Feldzug. Er kann euch einsetzen, wo es ihm beliebt. Möge Akatosh eurer Seele gnädig sein. General Averroes. Aha. Mhm. Gilt die denn uns? Die ist doch gar nicht für uns, oder? Nö. Hatte ich die Urnen durchsucht? Ja. Ja, dummerweise gab es für uns hier gar nicht zu kämpfen, weil da immer irgendwelche anderen Vögel sind, die uns zuvorkommen. Ja. Hm. Ich wollte ja immer noch wissen, ob man das irgendwie privat setzen kann, aber... Das geht nicht. Da wir... Es gibt nur einen, diesen einen Server. Das ist so ein... Da sind alle drauf. Alle, die da spielen, sind auf diesen einen Server drauf. Na gut, dann machen wir mal das hier, ne? Jo. Dann drücken wir mal. Beten ein bisschen. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Gut gemacht, Gewürm. Das Gewürm nehme ich dir echt übel, du Arsch. Sucht nach einem Beweis? Ich bin jetzt... Was ist jetzt hier genau passiert? Ganz ehrlich, weiß ich das nicht so recht. Ach, hier. Das, jetzt kommen wir zu der Schriftrolle der Verbannung. Das ist der Beweis. Gut, dann klicken wir den nochmal an. Gut, gelesen haben wir. Abgeschlossen, suchen nach einem Beweis. Sprecht mit Darch, dem Jäger. Okay. Den soll er alles verklickern. Hm, ich fand die Quest, sag ich mal, sehr durchwachsen. Also so informationstechnisch. Alles sehr undurchsichtig, muss ich sagen. Ja. Du? Warum genau wir das jetzt gemacht haben, weiß ich auch nicht. Ja, ja, genau. Vielleicht habe ich nicht genau aufgepasst, aber... Ja, es ist auch... man wird ziemlich erschlagen, sage ich mal, so am Anfang. Okay, wollen wir wieder raus? Viele. Ja, bitte. Oh, hier steht Dart. Wie kommt der jetzt hier hin? Ah, der wartet schon, der Vogel. Okay, ich drücke ihm an. Ich klicke ihm an. Die Untoten sind fort. Was habt ihr getan? Ja, Beweise haben wir gefunden, dass ein Nekromant mit dem Bündnis zusammengearbeitet hat. Okay. Das Bündnis? Hier? Trollblut! Ich muss das Dorf warnen. Ich gehe zurück. Seht nach, ob ihr noch andere Dorfbewohner auf der Insel finden könnt. Vielleicht müssen wir sie bald evakuieren. Okay. Wir bekommen ein Schild und 85 Gold und Quest abschließen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Milchtrinker ihre gemütlichen Tavernen verlassen, um hier herunterzukommen. Dann muss ich diese Wunde versorgen lassen. Ich werde meinen Schwertarm brauchen. Okay, was nun, Dutch? Wenn dieser Nekromant für das Bündnis gearbeitet hat, dann sind wir alle in Gefahr. Ich muss zurück ins Dorf und unsere Verteidigung vorbereiten. Ihr müsst die Insel nach den Dorfbewohnern absuchen und sie zurück ins Dorf schicken. Viel Glück. Ja, wir werden so viele wie möglich finden. Neuer Schauplatz Ödfels. Findet die vermissten Dorfbewohner aus Ödfels. Okay, also die Quest geht weiter. Ja. Und ich möchte jetzt aber mal kurz... warte mal, wir müssen noch nach Rana. Optionale Ziele. Warte mal, wie kann ich das nochmal auswählen? So. Sagt Hauptmann Rana, dass ich früher mit der Evakuierung beginnen soll. Das wäre vielleicht der nächste Schritt, denke ich. Als optionales Ziel. So, ich gucke auch mal Inventar. Denn wir haben einen Gürtel. Warte mal, was habe ich denn jetzt hier? Abgetragenes Wams. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als das, was wir eben tragen. Ich möchte gar kein Schild. Gut, Taille. Ne, ein Schild will ich auch nicht, da ich halt mit Zweihandwaffe kämpfe. Eisengürtel. Ich würde gerne mal Sachen verkaufen. Ich muss auch gleich mal gucken, wie das bei mir aussieht hier. Also Händler gibt es auch hier auf jeden Fall. So, ich... Warte mal. Wieso ist das... Das eine grün und das andere nicht. Rüstung 74, Stufe 3. Das ist Stufe 5. Wert 6 von 7.
Oh, bin armfrei. Auch das verstehe ich jetzt gerade nicht. Verstehe ich nicht. So, Beine. Füße. Hals. Ne. Okay, das war's. Ah ja. Ist jetzt eine Hose an? Ja, endlich. Ja, also die anderen Sachen behindern doch voll beim Kämpfen. Wo ist denn dein Hemd hin? Naja. Wer ist weg? Dein Hemd ist weg. Ach so, ja, ich habe jetzt ein anderes Ding an hier. Was irgendwie mich etwas freizügiger macht, aber höhere Werte hat auf jeden Fall. Ich habe wahrscheinlich das gleiche an, nur dass es bei mir anders aussieht. Ja, kann durchaus sein. Was ist das hier? Ah, Fackelkäfer. Mhm. Okay, ja, ich glaube, wir sind aber auch erstmal wieder fertig mit der Folge. Mein Wecker hat schon geklingelt. Was meinst du? Sollten wir als nächstes hier nach Hauptmann Rana zurückkehren, um das optionale Ziel zu erledigen? Ist das denn wichtig? Steht das irgendwie, dass das wichtig ist? Keine Ahnung, der läuft hier einmal. Warum läuft dieses blöde Skelett hier einmal vorbei und tut nichts? Die sind jetzt gut. Wie, die sind jetzt gut? Weiß ich nicht, vielleicht haben die sich jetzt, vielleicht sind die nicht mehr böse. Der ist jetzt auch gelb und nicht rot, ne? Das ist ja komisch. Warte mal, ich geh mal zu einem anderen. Die sind jetzt alle gelb. Der will mich angreifen. Weil du dem... Nee, der greift den Typen da an. Weil der die Quest noch nicht gemacht hat. Ach so. Das ist natürlich praktisch. Weil das verhindert ja zumindest, dass hier die Hochstufigen, dass die hier ankommen, hier um hier zu farmen, weißt du? Mhm. Allerdings hätte man vielleicht vorher farmen sollen. Hier ist, glaube ich, gut. Naja, ach, ich bin da nicht so ein Fan von eigentlich von Farmen. Nee, das bin ich auch nicht, aber manchmal ist es halt nötig, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob das in diesem Spiel nötig ist. Oh, ich hab die angegriffen. Na, sowas aber auch. Das war jetzt okay, nicht also, hier kannst du doch oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Oh, jetzt bin ich noch weiter runtergefallen. Ja, ich bin hier unten, ne? Stirb. Ja, ich muss hier gerade noch hier den. Oh, der eine ist ein bisschen stärker. Ah ne, jetzt hat er aufgegeben oder so. Ja gut, dann lasse ich ihn in Ruhe jetzt. Wo bist du denn? Da hinten. Ja, muss sie denn eher evakuieren? Ich weiß es gar nicht. Ist das wichtig für sie? Wahrscheinlich, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, vor allem optionales Ziel ist ja meiner Meinung nach ist meistens immer so, irgendwann erreicht man einen Punkt, da kann man es nicht mehr erfüllen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das als nächstes, aber... Okay. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge, denn wir sind, glaube ich, schon ein bisschen über die Zeit wieder. Und wir bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da oder schreibt einen Kommentar oder beides, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, bis dann.